Wir hatten ja bereits in einem Video darüber gesprochen, was du tun kannst, damit dir das Losfallen deines Narzissten leichter fällt. Die Positiv-Negativ-Liste. Also ein Blatt Papier, ein Zentimeter Bereich für die Positivliste oder ein Millimeter, die für den Narzissten sprechen, lass diesen Bereich gleich leer, und einen anderen Teil mit all seinen negativen Dingen, die er dir angetan hat. Hierfür brauchst du wahrscheinlich ein extra Blatt. Nun kommt etwas Neues. Du hast die Trennung hinter dir. Super. Jetzt die Positiv-Negativ-Liste. Sie soll dir helfen, dich aufzubauen. Und in die linke Spalte schreibst du Negativgedanken, die du über dich hegst, in die rechte mögliche Gegenargumente. Zum Beispiel links negativ: Ich werde so schnell keinen Partner mehr finden. Rechts positiv: Ich werde einen neuen Partner finden, doch das will ich aktuell gar nicht. Ich möchte zunächst an mir arbeiten, mehr Sport machen, mehr Hobbys nachgehen, die mir mein Narzisst in der Vergangenheit verleitet hat. Links negativ: Ich habe niemanden mehr, mit dem ich am Abend sprechen kann. Rechts positiv: Mit solchen toxischen Menschen wie mit meinem Ex möchte ich gar nicht mehr sprechen. Ich spreche meine alten Freunde wieder an und frage sie, ob wir mal zusammen weggehen, was essen oder so. Und wenn es passt, lerne ich dabei sogar wieder jemand Neues kennen. Mach das mal, ich wünsche dir viel Erfolg dabei.